Herzlich willkommen, Hans-Rudi Giger. Herr Giger, mich. Wie haben Sie es heute geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Dadurch, ich sollte sowieso irgendwo hingehen. Da habe ich gedacht, ich mache das so im Nebenher. Aber das geht jetzt nicht gut. Ich glaube, das wird etwas länger. Nach Gruyère wollte ich, ja. Ins Museum. Wie kommt eigentlich der Hans-Rudi Giger über die Aliens, über Hollywood, geboren in Chur, wohnend bei Zürich und jetzt nach Gruyère? Ja, ich habe dort mal eine Ausstellung gehabt und die war sehr gut besucht im Oberen Schloss. Und da habe ich gedacht, ja, das hat mir irrsinnig gefallen dort, landschaftlich und so. Und dann war mal die Rede von einem Schloss weiter unten, eine Vorburg, die zu verkaufen wäre. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich dann jemand mir das bezahlt, ja, oder so, dann könnte man das machen. Und schlussendlich war dann so 10 Tage vor der Versteigerung, hat dann diese Person sich zurückgezogen und ich habe komischerweise, und ich weiß auch nicht, wie das ging, ich habe es einfach erworben. Und seit dort weiß ich, wo alles hingeht. Ja, ja, bin ich. Aber wie, drehen wir doch das Rad mal ein bisschen noch tagemäßig zurück, wie ist es eigentlich gekommen, dass Sie in Chur geboren, eigentlich diesen Weg des Künstlers eigentlich eingeschlagen haben? Lag das so schon bereits als 5-6-Jähriger bei Ihnen in der Wiege, haben Sie unablässig kleine Strichmännchen gemalt und die Mutter geärgert? Na, also Freude am Modellieren und am Zeichnen habe ich immer gehabt als Kind schon. Ich habe meistens Burgen, Schlösser und Eisenbahnen gezeichnet und komischerweise bin ich jetzt auch also dem sehr nah. Ich habe eben das ein Schloss erworben und mit der Eisenbahn habe ich sowas im Garten, nicht? Und damit, ich wollte das eigentlich gar nicht, das ist irgendwie so gekommen, nicht? Und die Bilder, die ich gemacht habe, die ich gemacht habe und noch mache und zum Teil auch in der dritten Dimension, also Plastiken, die habe ich gemacht, weil ich die nirgendwo fand. Ich hatte so eine Ahnung, etwas sollte so und so ausschauen. Und da habe ich es eben selber machen müssen, weil ich es nirgendwo gefunden habe. Wie kam denn eigentlich dann auch Hollywood auf Sie? Ja, ich hatte da eine Ausstellung in Paris. Ja. Und das hat der Dan O'Banion und der Jodorowsky haben das gesehen. Darauf hat man mich kontaktiert. Und zwar über den Dali. Ja, Salvador Dali. Ja, ja. Die wussten, dass der sollte da ein für Dune sollte der den König dort spielen auf dem Planeten. Und dann hat der Jodorowsky hat dann meinen Katalog dort gesehen und gefragt, wo ich da wäre und so. Und dann hat man meine Adresse durchgegeben und ich sollte zum Dali kommen und dann bin ich zu spät gekommen und dann musste ich dann nach Paris und so über alles mögliche Verbindungen und so bin ich dann schon. Wie war denn eigentlich Dali? Dali, sehr nett, sehr höflicher Mensch, sehr, er hat mich immer als Autrichien, er hat wahrscheinlich den Fuchs gemeint, nicht den Ernst Fuchs, also ein Panther Autrichien und so. Ich wollte immer mit ihm irgendwie, ich bin eigentlich nicht dazu gekommen, mit ihm zu sprechen, richtig. Ich weiß nicht, der, das war ein und sehr angenehmer Mensch. Der war doch immer Gala wahrscheinlich auch. Ja, ja. Die hat ja, heute weiß man, sehr viele Liebhaber und hat ihn den armen Dali häufiger betrogen, als er wohl Hörner malen konnte. Ja. Wie war die denn so in im näheren Zusammensein? Ja, ich habe immer gedacht, man sollte vielleicht, er wolle nicht fotografiert werden, dann dürfte man die Gala fotografieren. Ja. Und die hatte das, die wollte das nicht. Ich habe das nicht gewusst. Ha? Und da habe ich fast, naja, einen Fehler begangen. Ha? Also ich war dann in seinem Museum und dann hat er mich so, hat er seinen Thron Platz gemacht auf seinem Thron, hat mich hingesetzt zu der Gala und ich musste da mit ihr auf Französisch, habe ich dann über Dali gesprochen. Ja? Also sie hat eigentlich nur von ihm gesprochen und ich habe dabei gepflichtet. Und aber er hat sie als Surrealist anerkannt. Sie? Also Dali hat sie
Hans-Rudolf Giger, er mochte meine Sachen sehr, denn er hat mir nach einem Vorwort geschrieben, das heißt gezeichnet. Und er wollte von mir einen Hund, also einen Panzer für einen Hund, der in einem meiner Kataloge hatte den gesehen und der wollte er für sein Museum. Und ich habe ihm den zukommen lassen und der Hund ist verschwunden. Der ist nirgendwo war der mehr zu finden. Hat wahrscheinlich jemand seiner diversen Sekretäre abgezügelt. Ja. Und verkauft. Mit wem haben Sie denn sonst noch eigentlich noch die großen Kontakte gepflegt? Ja, nach dem Film oder wie? Nein, also zunächst mal mit von den Künstlerkreisen. Aha, ich habe eigentlich ich war mit Freddy Moore. Ja. Haben wir zusammengearbeitet und so diverse Emerson, Lake Palmer, die Leute und so einfach Rockmusiker. Die war auch ja sehr in der psychedelischen Art. Ja. Und dann kam ich habe so Besuche gehabt von Rockmusikern, auch im Museum oft. Also, naja. Wer kam da so? Ja, also da kam der Jonathan Davis eben von Korn, der ist gekommen, das war der Letzte, dann kam der Marilyn Manson, der ist zu mir nach Hause gekommen in Zürich und dann war, warten Sie, also eben der Keith Emerson Rammstein, ja. Die haben mir sehr gefallen, die finde ich super. Ja? Ja, die sind gewaltig. Aber die sind ja auch eher monströse. Ja, aber die ich finde die super. Das ist in dem Film Lost Highway ist ja die Musik auch von ihnen. Und das ist gewaltig. Aber bleiben wir nochmal dazu. Dann kam also der Kontakt zustande mit Hollywood. Ja. Und zu Alien. Durch Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky und Dan O'Bannon, der Autor von Alien ist. Aber wie war denn die Zusammenarbeit? Kamen die dann hier immer vorbei und sagten, jetzt wollen wir mal schauen, wie weit ist jetzt eigentlich der Herr Giger? Und gab es einen Vorschuss? Ja, als ich dann für Dune arbeitete, da ging ich nach Paris und habe dann mit dem Alejandro Jodorowsky gesprochen. Das war ganz kurz bevor der Film, die Vorarbeiten abgeschlossen wurden. Ich habe dann noch 5 oder 6 Bilder gemacht mit Airbrush. Die Harkonnen, diese bösen Harkonnen, für die habe ich dann Möbel gemacht, so schwere. Und die haben dann das überlebt. Also mit Dune war nichts, weil das hat nachher David Lynch gemacht. Und ich habe dann die Harkonnen-Möbel gemacht. Und die bestehen jetzt noch. Wo sind die? Die sind im Schloss, im Museum habe ich die. Und bei mir zu Hause sind diese hohen Stühle mit diesen Lehnen und diesen Schädeln und das Zeugs, ja. Aber wollten Sie denn dann irgendwann mal nach Los Angeles auch ziehen oder haben Sie gesagt, nein, das nicht? Nein, nicht. Na. Hat mir nicht so gefallen dort. Warum nicht? Hat langweilig. Und ja, ich weiß nicht, es ist mir auch zu heiß und zu. Nein, das Chateau Marmont, das hat mir gefallen. Irgendwie, da hat es einen Pool gehabt. Ich muss aber dazu sagen, Chateau Marmont ist eines der ganz legendären Hotels in Los Angeles am Sunset Strip, wo also sehr viele Ehen durch Seitensprünge kaputt gingen, sehr viele Ehen auch entstanden sind und wo auch manche Mord- und Totschläge bis heute nicht so ganz geklärt sind im Chateau Marmont. Aber dann hat sie Hollywood ja eigentlich gar nicht wirklich so interessiert, um zu sagen, nee, ich mache jetzt mehr für die. Ich habe dann schon noch für ein paar Filme gearbeitet, aber das war nicht mehr so gut. Und auch der erste Film Alien, den ich gemacht habe, der war eigentlich eher mit Geld von Hollywood gemacht und hat nichts zu tun mit der Maschinerie eigentlich. Ja. Das war ja mit Ridley Scott und der wurde in England in Shepperton Studios gemacht. Und ich war dort zuerst eigentlich nur vorgesehen für 14 Tage oder so, und dann blieb ich etwa 6 Monate und konnte mal miterleben, wie ein Film gemacht wurde. Ich war totaler Anfänger, nicht? Schrecklich. Ich weiß, oder? Ja. Finde ich nicht. Immer dieses Warten. Naja, ich habe natürlich gemacht, was ich konnte. Ich habe aufgenommen, ich habe gefilmt und fotografiert und habe mir einen Film gemacht. Ja.
das The Making of, ja. Das hat man dort noch nicht gekannt, um 1978 rum. Da habe ich mir ein Making of gehabt und gemacht, nicht? Ich habe gefilmt, und, ja. Und dann haben Sie einen Oscar gewonnen. Ja, das auch so. Daran habe ich überhaupt nie gedacht, nicht? Wie fühlt man sich denn, wenn man einen Oscar gewinnt? Ja, komisch irgendwie. Ich weiß nicht, das war eigentlich eben, die haben gesagt, ja, das wäre wahnsinnig, da würde sich alles verändern und so. Und ich habe dann gemerkt, dass es sicher, man hat mich mehr gekannt, mehr eingeladen und so, aber eigentlich war es für mein Fach, also meine, die Malerei oder die Kunst, die Fine Art, war es negativ. Weil man hat mich sofort in die Ecke von Filmausstatter gebracht und dann, das hat die Seriosität vom Künstler irgendwie, hat das einen schlechten Einfluss gehabt und die Museen haben nicht mehr so gekauft, nicht? Und die kamen in Boulevardblättern und so Zeitungen und dann hat man nicht mehr über mein Werk gesprochen, sondern über mich selber. Aber Sie haben sich ja doch dann eigentlich recht zurückgezogen auch dann. Ja, schon, ja. Ja, es geht ja nicht an. Ich habe ja nichts zu bieten. Ja, doch, eigentlich haben ein gewaltiges Werk zu bieten. Ja, ja, schon, derzeit, aber ich meine mit viel im Film, ja. Oder? Haben Sie damals eigentlich begonnen, die Nacht zum Tag zu machen oder war es vorher schon? Ja, es nach dem. Also ich habe dann immer natürlich mit Amerika zusammengearbeitet. Ich habe einen guten Freund, den Leslie Baran in New York. Und der ist mein bester Freund dort. Und da ist man natürlich später dran. Oder dann in Los Angeles, James Cohen oder so, der Morpheus International. Mit dem habe ich Kontakt. Und wenn man dort mit denen arbeitet, dann dreht sich die ganze, wird alles später. Und so ist man immer in der Nacht am Telefonieren. Und so kommt das irgendwie. Aber Sie haben ja auch Ihre Behausung eigentlich verhältnismäßig in dunklen Farben gehalten. Naja. Was bedeutet überhaupt Schwarz für Sie? Ich weiß nicht. Schwarz, das blendet nicht so. Schwarz ist eigentlich, ich bin gar nicht so ein Schwarz-Fan. Ich habe gern dunkelblau oder so. Und ich habe noch gern Farben, aber monochrom, also so Ton in Ton. Und auch meine Bilder, die sind so grau, also Grisaille, das geht von braun zu blau. He? Aber Sie wissen, was zum Beispiel Schwarz nach der östlichen Lehre von Feng Shui eigentlich bedeutet? Nein. Schwarz bedeutet so viel wie Wasser. Und das Faszinierende dabei bei Wasser ist, Sie können ja Wasser nicht festhalten. Ja. Also das heißt, wenn Sie nur alle Sachen schwarz haben, wollen Sie nichts wirklich festhalten, sondern Sie sind immer auf der Suche eigentlich nach etwas Neuem. Aha. Also sagt Feng Shui, vielleicht trifft es ja. Ja, das ist möglich, ja. Aha. Ist das der gesagt hat, wie man leben muss, dass man einen Brunnen im Garten haben muss oder so? Ne? Ja, also viele, viele Dinge muss man nicht ganz so ernst nehmen. Viele Dinge. Aber ich hab das. per Zufall. Dann stimmt es auch wieder. Aber da sind viele Weisheiten da, die oftmals sind Lebensweisheiten, die wahrscheinlich unsere Großeltern noch ganz normal fanden, aber die wir wahrscheinlich verlernt haben. Wie stelle ich mir eigentlich so eine Nacht vom Hans-Rudi Giger vor? Eine Nacht? Ja. Naja, das ist wahrscheinlich, dass ich zeichnend oder lesend oder so auf dem Bett liege oder hock oder was auch immer. Oder ich schaue mir irgendwelche Tapes an oder so und bin mit der Carmen zusammen. Oder, naja, also das geht dann einfach aber bis am Morgen. Ne? Aber das Bett ist schon ein zentraler Lebensmittel. Ja, aber das ist der kleinste Platz. Ja, das war ja bei Marcel Proust auch eigentlich so. Ja. Marcel Proust hat ja sein ganzes Werk auch im Bett liegend eigentlich geschrieben. Ja, ich schreibe auch liegend. Also so. Ja, ich schreibe ziemlich viel. Ne? Und malen Sie auch liegend? Ja, jetzt, also mit der Airbrush ging das nicht, natürlich. Ja. Aber ich habe seit etwa 12 Jahren male ich nicht mehr. Und da zeichne ich und zeichne tue ich auch im Bett. Ne? Ah ja, so. Ja, ja. Günter Grass zeichnet übrigens teilweise auch im Bett, wie ich jetzt seine Biografie entnommen habe. Aha. Ich habe mir noch ein paar Dinge aufgeschrieben, über die wir einfach dringend reden müssen. Und zwar... Ihr berühmtes Zodiac
Zodiac. Zodiac-Brunnen. Zodiac-Brunnen. Ja. Was ist eigentlich da die Idee dahinter? Naja, ich habe da meine Biomechanoiden, das heißt diese Armbeinkonstruktion, also der Oberarm mündet nahtlos in den Oberschenkel des Beins. Ja? Und dieser Zwischenteil, da drin ist der Computer, also dass das funktioniert. Also wenn ein Mensch in das Alter kommt, wo 60 oder was immer, also AHV-Alter, danach wird er entarmt und entbeint. Der linke Arm, der rechte Bein kommen zueinander und der rechte Arm und das linke Bein zueinander. Und was übrig bleibt, geht in den Rollstuhl. Und das ist Trio. Eine nicht mal makabere Vorstellung. Nicht einmal makaber, ja. Also die leben weiter, nicht? Und die Dinge, also ich habe da ein ganzes Buch drüber geschrieben illustriert, also wollte eigentlich einen Film mitmachen, ist wie ein Comicstrip irgendwie, The Mystery of San Gotardo, habe ich das genannt, und dort sieht man das. Also diese Arm-Bein-Konstruktion, diese bilden nun mal jetzt diese 12 Zodiac-Stationen. Also, ja. Und die sind je nachdem eben der Löwe, oder das ist ganz mit einem Bein von Löwe, Hinterbein, und dann die Tatze vorne, Vorderhand und so. Oder der Schütz, das ist alles so zusammengebaut, immer aus Arm und Bein. Und jetzt habe ich was wir gerade gearbeitet haben dran, das ist der Zwilling, der ist gerade fertig geworden. Und jetzt fehlt noch einer, der mit den Hörnern. Steinbock. Nein, Moment. Der Schütze. Nein, mit den Ram, der Ram, mein Gott. Der Witter, mein Gott, wir sind schlechte Astrologen. Elisabeth Tessier würde uns da sofort raushelfen. Ja. Der Witter, der ist ein sehr aggressives Zeichen. Und darum habe ich aus diesen Hörnern eine Steinschleuder gemacht. Ja. Und die wird da mit einem Fuß gehalten, so mit der anderen, mit der Stein so nach hinten gezogen. Ist also das, und dann noch unbedingt die Sache mit ihrem Museum. Ja. Okay, ich habe so meine Sammlung immer zusammen gehabt und viele Leute wollten meine Sachen sehen. Das habe ich gemerkt aus allen möglichen Dingen. Ich habe gedacht, wenn ich mal eben einen Ort finde, wo ich das zeigen kann, prima, nicht? Und so habe ich dann meinen Stock an Bildern, an wichtigen Bildern zusammenbehalten und habe dann später noch dazu gekauft. Also es habe wieder alte Bilder zurückgekauft. Das sind ja meistens die zuerst gehen, sind die besten. Ja. Und am Schluss bleibt man da auf den weniger starken hocken und darum muss man die anderen zurückkaufen. wie viele Objekte haben Sie in Ihrem Museum? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ziemlich viel. Ich habe eben noch Werke von anderen Künstlern gesammelt und die sind auch dort. Von welchen? Ja, von Günter Brus, von alles Mögliche. Also das geht da. Dann noch diese wunderbare Geschichte, die heißt einfach Walking with Giga. Ja, da war ich in einem Festival, Comics-Festival irgendwo in Deutschland. Und da kam jemand auf mich zu und hat gesagt, ob er mich filmen dürfe. Habe ich gesagt, ja, bitte. Da lief er neben mich oder vor mir und hat mich da gefilmt. Und dann später, etwa so 2-3 Monate später, hat er mir ein Tape geschickt. Und das ist dann das Walking with Giga. Das fand ich ganz toll. Was ist Ihr nächstes großes Projekt? Oder wollen wir andersrum fragen? Ja. Die Vision des Hans-Rudi Giga. Was ich mal fertig machen muss, ist die Bar. Ja. Die Bar in Gruyère, das ist eben ein Seitenflügel von dem Schloss. Und dort kommt diese Bar mit diesem Gewölbe drin. Die wird sehr speziell, sehr unik. Und das geht wahrscheinlich noch ein paar Monate, bis das fertig wird. Und dann? Und dann, ich habe alle möglichen. Ich möchte es eigentlich nicht sagen. Nicht verschreien. Man darf ja neue Projekte auch nicht verschreien. Ja, eben. Also ich habe Sachen von Film und
Also ich habe immer genug zu tun. Bis da. Das finden wir wunderbar, dass Sie viel zu tun haben und dass Sie sich nicht ausruhen. Ich persönlich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie Zeit gefunden haben und vor allem zu so früher Nachmittagsstunde aufzustehen und hierher zu kommen. Ich weiß, Sie sind ein völliger Nachtmensch. Mhm. Herr Giger, ich wünsche Ihnen das Allerbeste bei allen Projekten. Und ich hoffe, dass wir bei der Bar-Einweihung uns auf jeden Fall in Gruyère wiedersehen, auch wenn es auch mystisch und dunkel ist. Ja. Vielen Dank, Herr Giger. Viele Leute haben das Vorurteil, dass Giger ziemlich seltsam ist. Aber ich empfand ihn als sehr direkt und professionell und sehr artikuliert. Ich denke, wir hatten einen guten Draht zueinander. Das erste Kunstwerk, das ich von Giger sah, fand ich in einem amerikanischen Magazin, das den Film Alien ankündigte. Das war etwa 1979. Gigas Alien ist eine der eindrücklichsten Kreaturen der Filmgeschichte. Und Giga erzählte mir, er habe ein lebensgroßes Alien in seinem Badezimmer und er habe sich eines Nachts deshalb zu Tode erschreckt. Er wird nicht verstanden werden. Das ist das Schicksal des prophetischen Visionärs, dass er oder sie immer erst von der nächsten Generation verstanden wird. Seine Bilder finden immer den Weg in die Psyche der Menschen und bleiben dort. Und die Leute wollen sie immer wieder sehen, obwohl sie sehr anstrengend zu verarbeiten sind. Er und Mia waren die ersten Leute, die ich kennenlernte, die sich ganz in Schwarz kleideten. Obwohl er eine Horrorvision malt, tut er dies eigentlich mit der Absicht, uns die Konsequenzen zu zeigen, die entstehen würden, wenn wir der Entwicklung so ihren Lauf ließen, wie sie sich entwickelt. Und es ist in diesem Sinne eben durchaus eine Utopie, die er beschwört, indem er die schrecklichen Folgen zeigt, die eintreten würden, wenn wir uns nicht dagegen zur Wehr setzen. H.R. Gigers Welt ähnelt keiner anderen. Wer sie betritt, wird zuerst abgestoßen, doch schon bald angezogen von ihrer rätselhaften Schönheit. Einer der großen Kunstphilosophen unseres Jahrhunderts, Marcel Brion, hat einmal die Frage gestellt, ob wir nicht in einer Zeit der Erkrankung des Geistes und der Materie lebten. Und Brion stellte diese Frage, als noch keine vergifteten Flüsse und Meere Monster gebaren, die Genforschung noch in den Kinderschuhen steckte, das Arsenal wahnwitziger Waffen noch nicht perfekt und der Himmel noch nicht durchlöchert war. Die Bilder Gigas jedoch scheinen uns Dokumente einer solchen Erkrankung des Geistes und der Materie unserer Gegenwart zu sein. Der Künstler notiert sie mit der Genauigkeit eines Seismographen. Lesend, ganz in sich gekehrt, schreitet Junghans bisher unversehrt vorüber an dem Bettler, der ihm lauernd den Hut hinstreckt. Doch was Junghans ihn bedauernd dummerweise nicht entdeckt, dass der Bettler kauernd Schuss zum Wurf und Sprung hat angesetzt. Ein kurzes Schwirren, ein kreisrund Ding segelt durch die Luft, hinterher des Bettlers Schatten, dann ein Swatch. Kaum zu hören, war das nicht sein rechter Arm, der ihm abgehauen. Der Bettler hat nun, was er braucht. Triumphierend, als würde er ihm gehören, verschwindet er im Tram 14. Und was ist des jungen Hansens los? Armlos, beinlos, bewehrt mit 4 Prothesen, findet er nun endlich Zeit zum Lesen. Und was zum Teufel hat das mit dem Gotthard zu tun? Das wissen die Götter vom heiligen Berg der Götter, San Gottardo.
An der internationalen Buchmesse in Frankfurt stellt H.R. Giger sein neuestes Buch The Mystery of San Gottardo vor, das im Taschenverlag publiziert wurde. Also ich bin überrascht, das ist eigentlich ein ganz anderes Giga-Buch als die bisherigen. Nicht mehr dieses dunkle, schwarze Einband, sondern ein poppiger Einband mit grellen, bunten Farben. Und wenn man das Buch aufschlägt, man merkt auch sofort die Qualität des Buches, das Papier. Es ist nicht zu vergleichen mit den bisherigen Büchern und Bildbänden, die es auf dem Markt gab. Es ist auch gewissermaßen ein witziger Giga. Früher war das alles mehr etwas bierernst gewesen und nun ist da so ein gewisses Augenzwinkern halt drin. Giga ist einer der größten Künstler in der Welt. Nicht umsonst wurde er auch mit dem Oscar ausgezeichnet. Christoph Vitali, Organisator des Gastlandes Schweiz, der H.R. Giger schon seit Jahrzehnten kennt, schätzt ihn sehr und interpretiert sein neuestes Werk The Mystery of San Gottardo. Indem wir diese Vision beschwören, tragen wir vielleicht ein bisschen dazu bei, dass die Menschen nachzudenken beginnen und sich zu überlegen beginnen, dass, wenn man nicht was tut dagegen, es tatsächlich einmal in diese Richtung gehen könnte. Und ich denke, in dieser Hinsicht ist deine Arbeit eben eine künstlerische, eine emanzipatorische. Jede gute, jede richtige Kunst hat auch und vor allem die Absicht, die Menschen zum Denken anzuregen über ihre eigene Situation, über ihre eigene Kondition und über die Zukunft. Ich habe da in diesem Buch drin einen Apparat, mit dem können den Menschen Arme und Beine abgeschnitten werden. Und zwar kann das human geschehen, indem die Stelle dann eingefroren wird, dass das nicht so schmerzvoll wird, der Patient betäubt wird natürlich. Und später wird dann der linke Arm, also der linke Oberarm, kommt an den rechten Oberschenkel. An dieser Schnittstelle kommt ein Computer, der verbindet. Also die Arme und Beine, diese Armbein das oder Beinarm das oder wie die auch immer genannt werden, die möchten nicht mehr zum Körper zurück. Hingegen umgekehrt, der Körper, der Kopf, der möchte eigentlich seine Gliedmaßen wieder haben. Der Zodiac-Brunnen ist eines der größeren Giga-Projekte. 12 speziell kreierte Tierkreiszeichen tanzen in gigischer Manier um sich selber. Und wie immer legt der Meister auch selber Hand an. Diese 12 wurden gruppiert in einem runden Brunnenbecken, das in der Mitte eine Säule hatte. Auf dieser Säule oben war eine Figur, wie man es bei einem alten Brunnen zum Beispiel in Bern oder so gewohnt ist, ist immer in der Mitte eine Säule und da steht eine Figur drauf.
Swiss Transit Tunneling, STT, hat nichts zu tun mit der Swiss Metro. Bei mir gibt es keinen einzigen Aufgang in diese überirdische Schweiz. Es geht von Grenze zu Grenze. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, auf diesen Brief müssen Sie unbewusst gewartet haben. Er bringt Ihnen ein paar Vorschläge zur Lösung der Probleme der Schweiz in der Zukunft. Diese Ideen stammen von einem Künstler, der allgemein in der Boulevardpresse mit dem zweifelhaften Prädikat Horrorkünstler auf ein Niveau eines Jahrmarktschrecks gebracht wird. Das schlechte Gewissen, nicht an der Abstimmung teilgenommen zu haben und meine Besorgnis darum, wie unser schönes Land sicher in das dritte Jahrtausend hinüberzuretten sei, ließen mich auf die Idee der Untertunnelung der Schweiz kommen. Dies in Form eines Pentagramms. Es ermöglicht die Verbindung der fünf wichtigsten Verkehrsknotenpunkte auf direktestem Weg. Wie die Geschichte funktionieren soll, das ersehen Sie aus den beiliegenden Blättern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Vielleicht können Sie daraus ein paar Anregungen ziehen. Mit freundlichen Grüßen, Herr Giger. Sehr geehrter Herr Giger, ich habe Ihr Skizzenheft mit Interesse studiert. Als Horrorkunst habe ich Ihre Vorschläge nicht empfunden. Schon eher als kritischer Spiegel, mit dem Sie uns Politiker davor warnen wollen, Lösungen automatisch als gut zu bezeichnen, weil sie mit dem geringsten Widerstand realisierbar sind. Ihre Vision ist gar nicht so utopisch. Wir verlangen ein ständig dichteres und schnelleres Verkehrsnetz, um unsere überbordenden Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen. Aber die Verkehrsinfrastrukturen sollen nicht mehr sichtbar sein, kein Kulturland benötigen, keine Landschaften beeinträchtigen, keinen Lärm und keine Umweltbelastungen verursachen. Wir wollen mit steigendem Wohlstand für alle immer mehr konsumieren. Aber die wachsenden Abfallberge sollen unsichtbar bleiben, sollen irgendwo diskret verschwinden, nur nicht vor der eigenen Haustüre. Die Diskrepanz zwischen den wachsenden Ansprüchen und der schwindenden Bereitschaft, dafür auch die Konsequenzen zu tragen, gehört mit zu den schwierigsten Problemen, welche die Politik heute und in Zukunft zu bewältigen hat. Es ist wohl eine Illusion zu glauben, man könne das Rad der Geschichte zurückdrehen. Deshalb suchen wir nach neuen Lösungen, auch neuen technologischen Lösungen. Sie müssen aber menschenwürdig und menschengerecht bleiben. Gestatten Sie, sehr geehrter Herr Giger, dem Bundespräsidenten mit Optimismus an die Gestaltung der Zukunft unseres Landes zu glauben. Dabei sind die schöpferischen Fähigkeiten unserer Intellektuellen und Künstler in besonderem Maße gefordert. Mit freundlichen Grüßen, Adolf Ogi, Bundespräsident. Am 20. Juni 1998 wurde das Château Saint-Germain in Gruyère von H.R. Giger eröffnet. Das Museum Giger zeigt vor allem Werke aus den 60er und 70er Jahren. Gleich darüber thront das Schloss Gruyère, das zurzeit die private Bildersammlung von H.R. Giger ausstellt. Schloss Saint-Germain, dieser Name ist toll, weil ja, das ist der ewige Wandernde, dieser Graf, der immer wieder auftaucht in verschiedenen Jahrhunderten und wieder verschwindet, und eine sehr unheimliche Geschichte, und ich finde das toll, dass dieses Schloss diesen Namen trägt. Vielleicht denken die Leute, der spinnt ja, der hält sich für größenwahnsinnig, ein Museum zu machen von seiner Kunst oder so. Aber ich bekomme ein Bedürfnis nach, das die Jungen haben, die wollen meine Sachen sehen. Das habe ich durch das Internet, meine Homepage, habe ich das gesehen. Ich bekomme irrsinnig viel Anfragen und alles Mögliche, wo man meine Sachen sehen kann. Und das gibt mir ist die Rechtfertigung dafür, warum ein Museum. Und Gruyère ist ein wunderschöner Flecken. Der wird vor allem im Ausland als quasi, das ist die Visitenkarte der Schweiz, die Auslage
diese Doppelraumkühe und das ganze Gesunde der Schweiz ist dort konzentriert. Die wunderschöne Landschaft, die vielen Touristen, die sollen helfen, das Museum zu tragen, weil ein Museum braucht sehr viele Leute, damit sich das vielleicht selber tragen kann. Auf alle Fälle ist so ein Unternehmen, ein privates, das ist natürlich ziemlich schwierig. Und ich bin da auch mittendrin am Kämpfen. Und ich weiß, wo alles Geld hingeht im Moment. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal besser wird. Aber im Moment ist das also eine schlimme Sache. Leider kann das Château Saint-Germain noch nicht definitiv umgebaut werden, da die eigentliche Eingangspartie immer noch besetzt ist. Im hr-Giga-Tagebuch fand das einen zornigen Niederschlag. Nachdem ich diesen Oscar für Alien erhalten habe, da habe ich gemerkt, dass die Museen und so, die haben da gebremst mit Kaufen und so. Und weil die trauten mir nicht mehr irgendwie. Und das hat sich dann auch ausgewirkt, wenn ich mit anderen Leuten ausgestellt habe, dann ist die Presse ist dann eigentlich wegen mir geschickt worden. Und ich war dann umgeben von Presseleuten und die anderen, die auch an der Show teilgenommen haben, die standen dann in einer Ecke, die waren nicht gefragt. Und das war mir schrecklich peinlich. Ich habe gesagt, mein Gott, wir haben da eine gemeinsame Ausstellung. Ich bitte Sie, unterhalten Sie sich mit den anderen Künstlern auch. Und das hat ganz schlechtes Blut gegeben, weil ich habe so ein paar Mal ausgestellt in Frankreich oder so. Das hat noch die Pro Helvetia organisiert mit anderen Leuten zusammen. Und dann hieß es in der Zeitung Schloss Giger in oder so und mit einem Bild in der Zeitung und nur als ob ich allein eine Einzelausstellung hätte. Und das ging nicht gut. Leider wurde ich nicht eingeladen, warum weiß ich nicht, aber scheine nicht dazu zu passen. Ja, es ärgert mich ein wenig, weil ich das Gefühl hatte, ich könnte ja zum Beispiel mit meiner Untertunnelung oder sowas, könnte man da bringen. Und da ich mich ja eigentlich mit der Schweiz auseinandergesetzt habe, also in meinem Mystery auf San Gotardo, ist es seltsam, dass ich nicht eingeladen worden bin. Und aber mich scheint da nicht ins Konzept zu passen und was soll's. H.R. Giger, einer der bedeutendsten fantastischen Künstler, geboren 1940 in Chur, begann seine Karriere anfangs der 60er Jahre. Als ich die Kunstgewerbeschule besuchte, ich glaube, das war so im ersten Jahr oder so, das war, ich glaube,
63, 64, da habe ich Zeichnungen gemacht von Atomkrüppel. Ich habe die Atomkinder genannt. 1963 zeichnet er eine Folge von Atomkindern gegen die atomare Bedrohung, wie er sagt, und veröffentlicht sie. Darauf reagieren die Leute schockiert und betroffen. Ja, die Atomwaffen sind sehr spektakuläre und mächtige Waffen. Aber es sind nicht endgültige oder alles vernichtende Waffen. Es ist eine neue Art, Krieg zu führen. Der im Atomkrieg ausgebildete Soldat aber wird leben und kämpfen, kämpfen und leben, wie Soldaten das seit Jahrhunderten getan haben. Ich habe eine Serie von Träumen gehabt, die sich an einem mir sehr vertrauten Ort abgespielt haben, im Haus meiner Eltern. Dort gab es im Treppenhaus ein Fenster, das aber nicht zur Straße, sondern ins angebaute Nachbarhaus führte. Dieses Fenster war immer verschlossen und von innen verhängt. In diesen Träumen bin ich nun immer ins Treppenhaus hinausgegangen und da war dieses Fenster geöffnet. Durch dieses Fenster sah ich in einen Raum hinein, der gelblich-violett beleuchtet war. Es waren riesige Schächte ohne Decke und ohne Boden, und an den Wänden entlang hölzerne Treppen, die endlos in die Tiefe gingen. Ich habe nie erforschen können, wohin diese Schächte führen. Vielleicht habe ich mir vorgestellt, dass sich in diesen Räumen ganz bestimmte Leute aufhalten müssen und dass diese nicht Leute sein können wie du und ich. So habe ich eine Art von Leuten kreiert, die in diesen Räumen wohnen können. Wir Psychotherapeuten, die wir so viel mit Träumen zu tun haben und wissen, dass der Mensch das, was er nicht ertragen kann, verdrängt und das weiter irgendwo in seiner unbewussten Welt, das heißt jenseits seines bewussten Ich, doch weiterlebt und unter bestimmten Umständen, zum Beispiel in der Nacht, hervorkommen kann. Wir verstehen, dass ein Mann, der ein Künstler ist, von diesen Bildern nicht nur bei Nacht, wenn er schläft, sondern auch bei Tag bedrängt werden kann. Wenn er dann ihnen Ausdruck gibt, bedrohen sie ihn nicht mehr als innere Dämonen, sondern er ist mit ihnen konfrontiert, er ist gegenübergestellt, kann sie formen, kann sie gestalten und damit verlieren sie etwas von ihrer drohenden Unmenschlichkeit, die man so oft sieht. Ein anderer Schauplatz, wo sich später meine Träume abspielten, ist der Keller des Hauses, in dem ich aufwuchs. Eine Wendeltreppe führt hinunter. Früher war die Stadt Chur durch einen unterirdischen Gang mit dem bischöflichen Schloss verbunden. Und zwar ging dieser Gang durch unseren Keller. Nun ist er vermauert, geht aber im Nachbarhaus weiter und ist dort wieder vermauert. Und man hat mir gesagt, er wäre zum Teil verschüttet. Wenn ich dann im Traum diese Treppe hinunterstieg, waren alle Tore offen und ich kam in ein Reich hinein, in dem ich mich eigentlich nicht auskannte. Meistens packte mich die Furcht und ich rannte erschreckt wieder zurück. Keller, das war für mich früher immer, also was es was für alle ist, ein geheimnisvoller Ort, voll Schrecken, voll... In den Träumen geht man in den Keller, oder das sind eigentlich der Untergrund, das ist das Geheimnisvolle, das ist der Ort, wo der Schrecken herkommt, das Dunkle, das Unbewusste, das Hinterhältige, das Faszinierende. Meine Bilder machen sehr vielen Leuten den Eindruck von krank, aber Krankheiten können ja auch gesunde Reaktionen auf kranke Verhältnisse sein. Ignition, lift off, and 30 minutes after the hour. Got it. 1999.
Das ist ein Datum, das eigentlich Ernst Fuchs hat gesagt, das ist die Apokalypse. Wenn man die Neuen umdreht, dann ist das 666 und das ist die Zahl des Biestes oder des Teufels. Und so habe ich meistens, also wenn ich 1999, habe ich das dann umgekehrt und 666 draus gemacht. Also einfach Nullen in der Mitte und diese Dinge nach oben und nach unten. Sieht aus wie ein Paragraph. Und also nach Ernst Fuchs müsste da die Apokalypse in vollem Gange sein. Das Leben sollte man sich so möglichst angenehm machen, ohne dass andere Schaden leiden darunter. Aber man soll versuchen, jetzt zu leben und nicht in der Zukunft. Angst, das ist eine sehr starke Triebkraft, die mich zu vielen Bildern angestachelt hat. Also es ist ein unheimlich wichtiger Bestandteil in meinen Bildern drin. Hans-Urs de Giger ist ein Virtuose mit der Spritzpistole. Zusammen mit seinen Künstlerkollegen Claude Sando und Walter Wegmüller begann er am 3. November 1973 mit einem psychedelischen Experiment. Die Umrisse der Künstler wurden auf Papier festgehalten. Diese Umrisse wurden nun von jedem in seiner ihm eigenen charakteristischen Weise ausgemalt. Gearbeitet wurde rund um die Uhr, geschlafen wurde in einem Nebenraum, der nur durch einen Vorhang vom Atelier getrennt war. Gemeinsam gestalteten Giger, Sando und Wegmüller den Raum um die um einen Punkt kreisenden Figuren.
Bei drei weiteren Bildern führte abwechslungsweise einer von ihnen Regie. Diese Abmachung war notwendig, um ein allgemeines Chaos zu vermeiden. Vielleicht musst du da noch ziemlich strenge Formen machen zu dem wilden Knäuel her. Weißt du, also weniger so strichhaft, sondern körperhaft. Weil das da sind schon fast Linien und so. Ne? Wahnsinnig, so ein Später hier vor. Das Ergebnis dieses Experiments waren vier Großbilder von einzigartiger Dynamik und Magie. Tod ist etwas, das eigentlich mich nicht so beschäftigt, eher das Leiden, das, was zum Tod hinführt. Ich habe Angst vor dem Leiden, vor dem Tod eigentlich nicht. Aber ich möchte eigentlich schon älter werden, aber gesund bleiben. Die Filmemacher Sandra Beretta und Andreas Bachmann drehten den experimentellen Dokumentarfilm Sex, Drugs and Giga, der die Themen Geburt, Leben und Tod umfasst. Gigas düsteren Visionen auseinandersetzt, findet bald den Zusammenhang mit der schwarzen Magie von Aleister Crowley und Eliphas Levi. Das hat mich sehr interessiert, eben in den Jahren so 72 bis 76 oder so, habe ich dann über dieses Thema Bilder gemalt, habe auch mal so eine The Second Celebration of the Four war eigentlich im 77 oder 76 war eine Art Handlung, die, wo ich dem Tod der meiner Geliebten, der Lee, wollte ich damit irgendein Hommage machen in dem Ugly Club. Da haben wir sowas aufgeführt nach den Regeln von Eliphas Levi, also nach seinen Dogmas und es war dann eher schief gelaufen und aber wir haben noch ein paar schöne Fotos, einen lustigen Film, also einen, der noch ziemlich impressiv ist, aber nur etwa 5 Minuten dauert.
Also, als ich am letzten ausgekarrt habe, wenn ich den Krieg da habe, ich nie gedacht, dass ich so etwas überkomme. Ich gar nicht gewusst, was das ist. Ne? Wenn man den ersten Film mitmacht, denkt man nicht gerade, man kriegt so eine Auszeichnung, wo andere 20 Jahre darauf warten. Erreichte HR Giger den Olymp des Filmschaffens, aber schon vorher war er mit diversen Projekten beschäftigt. Zum Beispiel für den Film Dune, den ursprünglich Alexandro Jodorowsky plante. Kreierte den bösen Planeten der Harkonnen. Zur gleichen Zeit designte er auch die Harkonnen-Stühle. Leider wurde das Filmprojekt auf Eis gelegt und erst 1984 ohne Gigas Mitarbeit von Regisseur David Lynch realisiert. Gigas Harkonnen-Stühle sind aber in der Gigabar in Chur der Öffentlichkeit zugänglich. Das Schade ist nur, dass die Bar am Sonntag geschlossen ist, wo eigentlich Ausländer mal hinkämen, gerne. Man hat keinen Bezug mehr zu mir, weil ich nicht mehr dort bin. Und die Bedienung und so, die ist nicht Giger-orientiert. Also Leute, die denken, wenn sie in die Giger-Bar gehen, dann wären sie mir ein Stück näher. Das stimmt nicht. Harkonnenstühle schmücken nicht nur die Gigabar in Chur, sondern sind auch ein beliebtes Sujet für Fotografen. Das Meisterwerk ist und bleibt aber Alien. Dieses Monster schrieb nicht nur Filmgeschichte, sondern bescherte dem Künstler auch einen Oscar. Mit einem Schlag war Giga weltberühmt. Das kann man wohl sagen. Na schön. Setzen wir unsere Untersuchungen fort. Wir sollten wieder so schnell wie möglich verschwinden. Das haben wir es bis hierher geschafft. Da müssen wir einfach weitermachen. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Würden Sie das wiederholen? Echt? Sie sehen es? Das kann man kaum beschreiben. Ich gehe wieder ans Kontrollpult. Direkt vor uns. Wir werden versuchen, dass wir irgendwie reinkommen. Gehen wir doch ein bisschen näher.
daran. Giger entwarf nicht nur eine ganze Welt und diverse Monster, er drehte auch gleich selber einen Making-of-Alien-Film, der einen präzisen Blick hinter die Kulissen gewährt. Dieser Dokumentarfilm zeigt die Vorbereitungsarbeiten hinter den Kulissen. Für den fantastischen Teil des Dekors war der Schweizer H.R. Giger verantwortlich. Er erfand den fremden Planeten, gestaltete das Raumschiff, das sogenannte Eiersilo und die verschiedenen Monster. Nach ersten Besprechungen mit dem Regisseur des Films, Ridley Scott, zeichnete Giger in seinem Atelier in Zürich die ersten Skizzen und Entwürfe zu Alien. Dann flog er mehrere Male nach England. Die Bilder wurden dort begutachtet und gemeinsam besprachen Giger und Scott mögliche Änderungen. Dies sind einige Variationen der Alien-Figur, die Giger ausgedacht hatte. Sie entstanden alle in seiner persönlichen Bilderwelt, die er selbst biomechanisch nennt. Das Wrack des fremden Raumschiffes. In den Bray Studios baut eine Gruppe von Spezialisten die Modelle, die für die Trickaufnahmen benötigt werden. Wir sollten es nicht Monster nennen, denn es ist besser als das. Es ist viel erschreckender und realistischer als ein gewöhnliches Monster. And far more realistic, in a sense, than the idea of the monster. And ja, so I think, yes. Gigas Monster entspricht genau meinen Vorstellungen. Gigas Vorschlag für das erwachsene Alien fand allgemeinen Anklang.
Er hatte ein elegantes, insektenhaftes Wesen kreiert, das mit den bekannten, schwerfälligen Filmmonstern nichts gemeinsam hat. Giger fand dann aber später, dass ein augenloses Geschöpf, das nur von seinem Instinkt getrieben wird, viel beängstigender wirke. Darum hat er die zweite Version seines Alien-Monsters ohne Augen gemalt. Es ist viel einfacher, eine Vorstellung in einem Bild darzustellen, als das Bild dann in ein tragbares Kostüm umzusetzen. Das merkten Giger und seine Mitarbeiter, als sie den Alienkopf konstruierten. Dieser ist eine Mischung aus Totenkopf, technischen Bestandteilen und Plastilin. An einer Gipsstatue des Alien-Darstellers Belagi modelliert Giger das Alien-Kostüm. Belagi ist Nigerianer und 2,10 Meter groß. Das sind die Beine des Anzugs. Es braucht jetzt noch ein paar Kunstgriffe einer geübten Schneiderin, bis das Kostüm richtig sitzt. Die verschiedenen Teile müssen jetzt strukturmäßig und farblich so aufeinander abgestimmt werden, dass das Kinopublikum nicht merkt, dass es sich um ein Kostüm handelt. Die Leute sollen meinen, es sei eine richtige Figur. In einem anderen Studio beschäftigt sich Carlo De Marquis mit der Gesichtsmuskulatur des Monsters. Es muss ja ganz verschiedene Bewegungen machen, die auf die Gesichtsmuskulatur abgestimmt werden. Für die hohe Flexibilität des Gesichts eignen sich Präservative. Sie werden auf verschiedene Längen zurechtgeschnitten. Scott gibt dem Stuntman die letzten Regieanweisungen. Die meisten akrobatischen Szenen werden von einem Stuntman gespielt. Und dann geht's los. Wenn die Dreharbeiten fertig sind, wird sofort alles abgerissen und weggeräumt. Giger meint, man müsse schon ein alter Profi sein, um diesen Anblick ohne Wehmut zu ertragen. Vor den Türen warten andere Produzenten. Die Hallen sind bereits für den nächsten Film vermietet. Ein weiteres realisiertes Projekt für Giger war der Film Poltergeist 2. Der Künstler entwarf ein Kotzmonster der speziellen Art. Thank you.
Mit dem Monster Sill aus dem Film Species gelang Giga ein neuer Wurf. Giga sagte einmal, Sill sei seine schönste Kreatur und in Natasha Henstridge fand man wohl die perfekte Darstellerin. Ich bringe nicht direkt mein eigenes Leben auf die Leinwand, aber es gibt tatsächlich Gemeinsamkeiten zwischen Sill und mir. Das Instinktive, die zwei Persönlichkeiten, die naive Seite, die kenne ich auch an mir. Aber vor allem das Schnelle, sehr Instinktive, das haben wir gemeinsam. Ich gehe nicht aus, um mir Liebschaften zu suchen. Die Zeiten sind vorbei. Ich bin verheiratet. Nun ja, lassen wir das. Ich will mir in der Schweiz doch nicht den Ruf ruinieren. I don't go out, I mean, looking to mate or anything. I'm married now, but I used to. No, just kidding. I didn't. Just kidding. I'm making a bad name for myself in Switzerland already. That's the monster from the film E.T. Die Puppe ist der Außerirdische vom Film Species. Es zeigt Natasha nach ihrer Verwandlung. Eine wunderbare Skulptur von Stair Johnson in L.A., hergestellt nach einem Design von mir. And I did the design for it. And there are different states of transformation. Es gibt verschiedene Stadien von der Umwandlung, wobei nur ein kleiner Teil im Film gezeigt wird. Meine Puppe ist beweglich und für den Film wurde ein computergesteuertes Modell hergestellt, das leider über kein so fantastisches Innenleben verfügt. They are made, they are moved with computers, and that's a pity. They are not so transparent like this one, and not so nice. That looks like a monster. This one is not so ugly. I like that very much. Sie gefällt mir so gut, weil sie nicht so hässlich ist wie das Filmmonster. Ganz toll finde ich, wie sie die Schlange, die aus ihrer Brust wächst, lutscht. Entschuldigung, isst. Also die Lokomotive, muss ich da gesehen, die ist eigentlich schon Teile davon, habe ich vor 30 Jahren gemacht. Und zwar ist das eine Skulptur gewesen, so phallushafter Kopf. Das ist etwa so lang gewesen. Und ich war auf einer Säule oben und ich habe die Skulptur nie fertig gemacht. Und dann war mal der Conny Dörfries bei mir und hat dann gefunden, man könnte anstatt die Totenschädel, die wir haben, auf den Zug tun, man könnte den phallushaften Teil nehmen und ohne grössere Zähne dran machen. Und so ist es dann auch gekommen. Und dann bin ich bereits vorher, also die fünf Schädel hintereinander, das bildet dann die Loki, die sich quasi ernährt aus der Leute, die auf die Loki warten. Und das war so eine Sequenz, eine Traumsequenz, die etwa über eine Minute gehen sollte. Und leider ist dann, die Sequenz ist zwar aufgenommen worden in der Story, ist aber dann nicht budgetiert gewesen. Und dann, ich habe die auf meine eigenen Kosten gemacht. Es ist dann übergeschickt worden, der ganze Zug für etwa 14 Mil. Auf Hollywood und ich habe noch einen Bahnhof dazu gebaut, einen riesigen. Und dann ist der Zug gefilmt worden, aber nur wie Sill vor ihm davor rennt. Und das andere ist nicht gemacht worden. Und das noch auf einer geraden Strecke ist also der Bahnhof auch für nichts drin gewesen. Jetzt ist er wieder zurückgekommen. Jetzt habe ich nicht gewusst, woher ihn auf den Garten gestellt. Diese Geschichte habe ich sehr genau aufgeschrieben, denn ich bin ein Wahrheitsfanatiker und möchte, dass sie in möglichst allen Details überprüfbar ist. Es geht in dieser Geschichte hauptsächlich um die Frage, ob ein Gegenstand böse sein kann. Vor einigen Jahren erhielt ich von einem Freund, dem Galeristen Bijan Alam, dem ich den größten Teil meiner Okkultsammlung verdanke, einen Teufelskopf aus Holz, ausgehöhlt und laut Bijan mit Menschenhaut überzogen. Der Halsabschluss besteht aus einer Krause aus Bast in der Art der Chianti-Flaschen. Dieses Objekt stammt aus einem spanischen Nachlass. Über die Herkunft des Kopfes, der drei kleine gebogene Hörner aufweist, rätselt man eigentlich noch.
Man schätzt, er sei circa 100 Jahre alt und habe als Ritualgegenstand bei Satansmessen oder ähnlichen Zeremonien gedient. Ich stellte den Kopf auf den China-Schrank in meinem Schlafzimmer und vergaß ihn. Wenig später, bei einem Besuch meines Freundes Bijan, klagte ich über Depressionen, die mich in letzter Zeit quälten und deren Ursprung ich mir nicht erklären konnte. Bijan bemerkte den Satanskopf auf dem Schrank und deutete an, dass mein Zustand möglicherweise dem Einfluss dieses Gegenstandes, von dem er wusste, dass ihm böse Kräfte zugesprochen wurden, zuzuschreiben sei. Er gab mir den Ratschlag, ihn im Keller zu verstauen. So befolgte ich seinen Ratschlag und steckte ihn zusammen mit anderen Plunder in einen Plastiksack in den Keller und vergaß ihn. Ich hasse es, abergläubisch zu sein. Vor einigen Jahren, es war Freitag, der 23. März, wurde zwecks Werbung für eine Zeitschrift ein rotes Plakat nach einem Bild der Victory-Serie mit dem Titel Satan in 5 Farben gedruckt. An diesem Tag kam ich mit den ersten Andrucken von der Druckerei zurück. Ich hatte im Keller neulich Ordnung gemacht und war wieder auf den Satanskopf gestoßen, den ich auf den Stubentisch gestellt hatte. Am Abend war ich von meiner Ex-Frau Mia zu der Veranstaltung Tango Palace ins Albisgürtli eingeladen worden. Mein Freund und Sammler Walter wollte mit seiner Freundin ebenfalls die Veranstaltung besuchen und machte mir den Vorschlag, vorher bei ihm vorbeizuschauen, um dann gemeinsam dorthin zu fahren. Ich brachte ihm als Geschenk einen Andruck frisch aus der Presse mit und Walter hängte ihn mit voller Begeisterung an die Wand. Das flammende Rot beeindruckte alle. Siento llorar, compadre, el corazón. Al regresar al barrio en que nací, al recordar mis horas de purrete. An dem Abend trug die Freundin von Walter ein ganz neues, wunderschönes schwarzes Kleid aus einer Art Federtüll aus Viskose. Im Saal hatte sich ein Bildhauer installiert, der die Leute beschwatzte, um sie für einen Gipsabguss, eine sogenannte Totenmaske, zu gewinnen. Wir traten an seinen Tisch und ich versuchte ebenfalls, die Freundin von Walter zu überzeugen, sich einen Abguss machen zu lassen. Auf den niedrigen Tischchen, die im Raum verteilt waren, standen kleine rote Kerzen. Walters Freundin lehnte sich an eines dieser Tischchen. Als ich hörte, dass der Bildhauer die Abgüsse für sich behalten will, riet ich ihr allerdings davon ab. Plötzlich hat sie Feuer gefangen. Vom Ärmel ihres Kleides hatte sich das Feuer blitzartig auf das dünne Viskosekleid ausgebreitet und brannte wie eine Fackel. Walter stand wie erstarrt da. Ich zog meine Jacke aus und wir versuchten vergeblich, die rasenden Flammen zu ersticken. Das Opfer wälzte sich wie irre am Boden. Endlich erstickten die Flammen und wir brachten Walters Freundin unter die Dusche. Kaum zu Hause steckte ich den verdammten Feuersatan sofort wieder in den Plastiksack und zurück in den Keller. 4 Jahre später ereignete sich der nächste Zufall. Ich war daran, mit Ralf, meinem Mitarbeiter, das Ausstellungsmaterial für eine Veranstaltung im Stadttheater St. Gallen vorzubereiten. Diese trug den Titel Symposium für Alchemie und war von Urs Tremp und Armando Pertozzi organisiert worden. Ich hatte die Aufgabe, eine circa 2 Meter große Vitrine mit diversen Gegenständen auszustatten. Dabei wollte ich banale und magische Gegenstände mischen.
Wir suchten genau 27 Ausstellungsstücke aus, die dann bereit auf dem Tisch lagen, um am nächsten Tag abgeholt zu werden. Der Satanskopf, von Ralf als Teufelsschädel Nummer 22 aufgelistet, war seit dem schrecklichen Ereignis vor 4 Jahren nicht mehr ans Tageslicht geholt worden. Nach dem Erstellen der Liste setzten wir uns in den Garten. Es war circa 6 Uhr abends, als wir plötzlich einen unheimlichen Knall hörten. Wir schauten uns an. Es war uns sofort klar, es war eine Warnung des Satanskopfes. So packte ich ihn wieder zurück in den Keller. Es waren etwa 5 bis 7 Minuten seit dem Knall vergangen, als jemand laut an meiner Tür pochte. Die Nachbarin berichtete mir aufgeregt, dass mein großer Weichselbaum langsam über die Grenze in ihren Garten gestürzt war, wobei er dann auf die Stelle, wo sie noch kurz zuvor gesessen hatte, aufschlug. Sie wirkte verstört. Ich ging sogleich mit ihr hinaus und tatsächlich, der riesige Baum war auf der Höhe von circa 2 Metern wie abgetrennt. Irgendwie hatte der Blitz in den Baum eingeschlagen und hatte den Stamm durchgetrennt. Er fiel nicht gleich um, sondern stützte sich an den Ästen der Nachbarsbäume, stürzte dann aber beim Aufkommen des starken Windes endlich um. Ohne diese minutendauernde Verzögerung wären möglicherweise die Leute erschlagen worden. Tramp, der das Ausstellungsgut am nächsten Tag abholen kam, erzählte ich die Geschichte. Alle seine Anstrengungen, mich zu überzeugen, den Kopf auszustellen, schlugen fehl. Ich war gewarnt und wollte nichts riskieren, denn unser Leben und die Bilder standen auf dem Spiel, wenn der Satanskopf bei der Ausstellung dabei gewesen wäre. Ich verzichtete gern auf ihn. Der Aberglaube hatte mich wieder einmal besiegt. H.R. Giger, das ist der Meister des Surrealismus. Sein bekanntestes Werk, die Alien-Figur aus dem gleichnamigen Film von Ridley Scott. Die Erfindung des unheimlichen Wesens aus dem All brachte dem damals 39-jährigen Giger 1979 sogar einen Oscar. Hut ab! Talent kommt eben nicht von ungefähr, sondern aus Chur. 1940 dort geboren, liebte es der Künstler, Architekt und Skulpteur, schon als Kind zu zeichnen und zu malen. Als er 14 Jahre alt war, fiel ihm eine Postkarte von Salvador Dalí zu. Für ihn war sie so etwas wie eine Offenbarung. Der Dalí ist natürlich für alle, die sich im Surrealismus versuchen, ist das der grosse Meister gewesen. Und für mich, ich hatte das Glück, gehabt, dass er noch lebend getroffen hat. Da bin ich das erste Mal, ich glaube, im 74, ja, oder ein bisschen früher, in Cadaqués. Ich war in seinem Heim, auch im Museum in Figueras. Und ich habe von ihm ein Ding, weil er ein Vorwort für mein Necronomicon. Und er war sehr geschäftstüchtig und hat gesagt, was kriege ich dafür? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht. Und dann hat er so, ich habe ihm einen Katalog gebracht von mir. Und da drin hat er den Hund gesehen, also den Panzer für einen Hund. Und dann hat er gesagt, wenn ich den noch habe. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe den Panzer, aber den Hund habe ich nicht. Gesehen, das findet schon einen in Spanien. Und dann habe ich
hätte man das Vorwort haben für das Necronomicon. Und dann, weil es nie etwas gekommen ist, hat nicht geantwortet und so. Weil auch ist so viele Leute haben etwas von dem wollen. Und dann bin ich besuchen im Hotel Meurice in Paris und habe ihn dort endlich angetroffen und habe ihm dann Papier gezeigt, dass ich den Panzer verschickt habe zu seinem Museum. Und er hat dann das angeschaut und hat mir dann auf ein Ding, statt dem Vorwort, hat er Hommage an Giger geschrieben und so eine Zeichnung gemacht. Seinen Karrieredurchbruch hat er dem Necronomicon zu verdanken. Das war mein erster grosser Bildband. Das Necronomicon, das war im. Was war das? Im 76 ist das dann rausgekommen. Und mit dem konnte ich eigentlich den Film ermöglichen, Alien. Weil das Necronomicon hat dem Ridley Scott, dem Regisseur, sehr gut gefallen. Und der hat das wie die Bibel verwendet. Er hat allen gesagt, so und so und so. Und immer mein Buch genommen dafür.1997 erwarb der Surrealist das Schloss Saint-Germain in Gruyère im Kanton Fribourg. Das Château aus dem 13. Jahrhundert wurde dann zum Museum umfunktioniert und feierte vergangenes Jahr einen runden Geburtstag, nämlich den 10. In insgesamt 14 Sälen auf verschiedenen Stockwerken sind die Originale ausgestellt. Da gibt es den Alien-Raum. Das ist mit dem ganzen Werk, wo die Bilder sind genommen wurden, als Grundlage für die Landschaften in Alien. Und dann ist auch die Skulptur des Alien ist dort in zweifacher Ausführung. Und dann gibt es zum Beispiel den Spell-Raum. Das ist eigentlich sein Hauptwerk. Das ist entstanden zwischen 1974 und 1976. Und ist eine Art ein Tempel. Also er hat ja verschiedene Tempel gemalt. Die sind auf 2,40 Meter, auf 4 Meter sind die längeren Teile und die anderen sind in etwa quadratisch, also 2,40 Meter auf 2,40 Meter. Das ist der Spellraum. Und dann hat es einen, das ist Anima Mia, das ist mit zwei Geliebten, die er hatte. Und so die eine war eine Frau, das ist die Anima und Lee. Der Stil seiner Kunstwerke ist zwar recht düster, doch provoziert werden soll der Besucher auf keinen Fall. Nein, schockieren will ich nicht. Nein, das liegt mir fern. Aber wenn man Sachen am Fernsehen sieht und so kritische, dann nachher kriegt man vielleicht Angst. Und das ist vielleicht morbider als meine Sachen. Die bricht von überall, Krieg oder das Tüchen oder irgendetwas, hat schon ziemlich gefährliche Sachen. Das sind meine Dinge direkt harmlos dagegen. Von einem Maler aus dem Mittelalter ist er besonders fasziniert. Die alten Meister sind natürlich immer der Boss, allen voran, ist immer ein Hammer gewesen. Der liebt immer noch den Garten der Lüste, der in Prado ist, ist etwas vom Stärksten, das existiert. Doch wie ist H.R. Giger eigentlich privat? Seine Frau Carmen weiß da am besten Bescheid. Er ist sicher viel lustiger und viel humorvoller, wie was man sich denkt, wenn man seine Bilder anschaut, die ja sehr zum Teil ernst sind und sehr dunkel und finster. Und, für mich eines seiner Hauptmerkmale ist wirklich der Humor, den er hat und eine sehr grosse Herzlichkeit, also sehr zart. Und, ich glaube, ein Haufen von seinen Fans wären erstaunt, wo ihn irgendwie verehren in einer ganz anderen Art und Weise, dass er so ein liebenswürdiger und humorvoller Mensch ist, ja. Und ich habe das Gefühl, viele Leute würden auch sein Werk ganz anders einschätzen, wenn sie würden sehen, wie viel Witz auch in diesen Bildern steckt. Das ist, wie praktisch jedem Bild hat einen versteckten Witz.
Der kreative Kopf hat nicht nur Skulpturen geformt und gezeichnet. Nein, es entstanden auch Plattencover für Debbie Harry oder Danzig, Videoclips, Filme sowie Möbel. Und eine Gigabar gibt es auch noch. Die ist gleich neben dem Museum. Die Bar ist entstanden etwa von 2001 bis 2003. Das ist enorm lang gegangen. Und ist eröffnet worden im April 2003 und ist die schönste Bar, die er eigentlich gemacht hat. Die erste ist in Tokio gemacht worden und ist ziemlich bald abgebrochen worden, wie vieles glaube ich, in Tokio. Also nach einer gewissen Zeit und so muss das weichen in anderen Projekten. Und dann gibt es die Bar in Chur und die da hat er gemacht, eine Art im gotischen Stil, weil die Spitzbogenfenster haben das vorgegeben und es ist irgendetwas zwischen gotisch, Kathedrale und eine Art wie also so ein Rippenbogen, also von innen dran gesehen. Und so sieht der Alltag des HR Gigas aus. Ich stand am Nachmittag auf und gehe am Morgen etwa 5, 6 ins Bett. Und zwischendurch mache ich allerhand. Aber ich schaue vor allem viel Fernsehen. Ich bin natürlich mit der Carmen zusammen. Sie ist, wir sind hier beide und sie arbeitet hier und tut auch das Museum leiten und das Internet und so. Ich verstehe von all dem nichts. Ich schaue Fernsehen vor allem. Ob der Fachmann selber an Aliens glaubt? Hier kommt die Antwort. Ja, das gibt es wahrscheinlich schon. Also im All hat es genug. Es hat genug Planeten, Sterne, wo könnten irgendwelche Lebewesen drauf sein. Und bei so viel, bei einer so riesigen Anzahl, würde es dann schon etwas geben. Und das sieht noch nicht unbedingt aus wie uns. Aber durchaus wohl. Glaube ich schon. Aber hier auf der Erde nicht. Hat es noch keinen.